Gemütlicher Filmabend im Heimkino und dann kommt sie, wie hier beim Netflix-Serien-Highlight Bridgerton, eine Sexszene. Manche lieben es, manche finden es eher peinlich. Ich finde es immer ein bisschen unangenehm, vor allem wenn man mit Freunden oder mit den Eltern da sitzt, aber ich glaube, es muss manchmal einfach sein, um die Handlung weiterzubringen. Oftmals wartet man da einfach nur ab, bis die Szene zu Ende ist, je nachdem, welche Schauspieler mitspielen. In vielen Filmen wird geküsst. Hier bei den HR-Filmarbeiten küsst Tatortkommissar Ulrich Tukur alias Muro seine Filmpartnerin. Die Szenen wirken echt. Was geht da ab am Set? Sie muss es wissen, Schauspielerin Julia Efferts, Deutschlands erste Intimitätskoordinatorin. Die Küsse kann man tatsächlich nicht faken. Also das ist für viele Schauspieler auch mit der sensibelste Moment, weil da ist wirklich Lippe auf Lippe. Ne? Das ist wirklich auch ein echter Hautkontakt und das kann sehr, sehr sensibel sein. Denn Sie müssen ja immer bedenken, in der Regel ist der Szenenpartner jemand, mit dem Sie privat keine Beziehung haben. Das ist ein Arbeitskollege, es ist der Arbeitsplatz. Und auch das Liebesspiel, wie hier bei Game of Thrones, ist ab 16 Jahren erlaubt anzuschauen. Die gespielten Szenen wirken echt. Solche Szenen sind natürlich immer gespielt. Das ist nicht echt, der Geschlechtsverkehr. Es ist Schauspiel, es ist ein Handwerk. Julia Effert sorgt dafür, dass die Szenen aus dem Drehbuch echt aussehen. Wie in diesem Lehrfilm ihrer englischen Kollegen wird jede Szene geprobt und mit den Schauspielern abgesprochen, wie sie umgesetzt wird. Das sind körperliche Szenen und die müssen wie ein Körpertanz, wie ein Tango, wie ein Walzer geprobt werden. Ich würde ja auch nicht zwei Schauspielern ein Messer in die Hand drücken und sagen, okay, wir haben jetzt eine Kampfszene, bietet mir mal was an, macht einfach mal. Das geht einfach nicht aufgrund des Verletzungsrisikos. Bei intimen Szenen genau das Gleiche. Für die Schauspieler hat eine Liebesszene, auch wenn sie gut geprobt und abgesprochen ist, also nichts mit Sex zu tun. Dennoch kann es zu körperlichen Reaktionen kommen, bis hin zur Erektion beim Schauspieler. Es ist letztlich eine natürliche körperliche Reaktion, die passieren kann, wenn einfach Körper eng miteinander arbeiten. Das ist einfach so. Das bedeutet rein gar nichts. Wir müssen auch dazu sagen, bei simulierten Sexszenen findet nie echter Genitalkontakt statt. Das heißt, die Schauspieler sind in der Regel untenherum angezogen. Und zum Schutz der Schauspieler gibt es jede Menge Tricks. Requisite und Maskenbildner leisten hier unentbehrliche Arbeit. Sie sind abgepolstert, sie haben immer hautfarbene Unterwäsche mit Barrieren an. Man kann auch mit künstlichen Genitalien arbeiten, das ist durchaus auch Usus. Und bei jedem James-Bond-Film gehen die Darsteller regelmäßig in die Horizontale. Hat Pierce Brosnan seine Szenen noch nach Anweisung der Regie gedreht, so ist in dem neuen James Bond mit Daniel Craig die Sexpolizei mit am Set. Was mich total freut, weil ich freue mich jetzt schon auf gute, intime Szenen. Ich hoffe, sie sind gut geworden und ich weiß, die Schauspieler waren einfach safe. Seitdem Julia Efferts als Intimitätskoordinatorin am Set gearbeitet hat, hat sie auch Lust auf neue Rollen bekommen. Ich hätte total Lust, tatsächlich jetzt mal eine Liebesszene zu spielen, weil wenn man verstanden hat, wie es richtig gemacht werden muss, wie es richtig gearbeitet wird, wie es professionell ist, dann weiß man, wow, wir können hier eine ganz tolle Story erzählen und gleichzeitig können alle Beteiligten safe dabei sein in der Umsetzung. Und das würde mich total reizen. Die nächste Liebesszene im Heimkino muss also niemand peinlich sein. Die spielen nur, die machen es nicht echt. So wie auch nicht echt gekämpft oder getötet wird.